Ja, vielen lieben Dank, Fabian, und auch an unsere PanelistInnen für diese super spannende Abschlussdiskussion der Bitkom-Bildungskonferenz 2023. Ja, man mag es kaum glauben, aber wir haben es geschafft. Wir sind am Ende unserer Konferenz angekommen. Und bevor wir hier die Lichter ausmachen, die Kameras ausmachen und die Bildschirme ausmachen, habe ich mir, wie Sie es sehen, nochmal meine Kollegin Elisabeth Almdinger, Bereichsleiterin Bildungspolitik, zu mir ins Studio geholt, um noch einmal über den Tag und den gestrigen Tag und den heutigen Tag zu sprechen. Zunächst einmal möchten auch wir uns noch einmal ganz herzlich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bedanken, die aus dem Homeoffice, aus dem Office, aus dem Zug, aus dem Lehrerzimmer oder von wo auch immer zugeschaut haben. Sie haben die Konferenz mit Ihrer Teilnahme und auch Ihrer lebhaften Diskussion wirklich bereichert und wir sind sehr dankbar, dass Sie zugeschaltet haben. Ganz genau. Und wir danken auch ganz herzlich den fast 100 Speakerinnen und Speaker, die in den letzten 2 Tagen mit ihrer Expertise und auch ihren Erfahrungen sich eingebracht haben und unser Programm so reichhaltig und vielseitig ermöglicht haben. Außerdem gilt unser Dank unseren 16 Partnern und den 5 Medienpartnern, die ebenfalls dazu beigetragen haben, dass diese Konferenz möglich war, finanziell, aber auch, dass wir die Reichweite erreicht haben und so in der Breite die Diskussion führen konnten zur digitalen Transformation unseres Bildungssystems. Ja, die inhaltliche Diskussion in den letzten 2 Tagen hat uns entlang der gesamten Bildungskette begleitet. Wir haben uns damit befasst, wie wir die Bildung der digitalen Zukunft gestalten können und welche Hebel wir in der frühkindlichen, in der schulischen, akademischen und beruflichen Bildung in Bewegung setzen müssen, um die Bildung resilienter, zukunftsfähiger, digitaler und vielleicht auch an Stellen ein bisschen spannender zu machen. Und das möchte ich jetzt mit dir noch einmal ein bisschen Revue passieren lassen, Elisabeth. Du hast primär den gestrigen Tag mit Fokus auf frühkindliche Bildung und Schule und Hochschule miterlebt. Was waren für dich deine größten Takeaways, deine Highlights? Ja, es war ein vielseitiger Tag mit 20 verschiedenen Sessions. 3 Highlights nehme ich auf jeden Fall mit, aber es ist schwer, sie auszusuchen. Das eine ist, die technologische Entwicklung, gerade im Bereich künstlicher Intelligenz, die ist rasant. Und wir müssen aufpassen, dass wir wirklich auch die Lehrkräftezimmer, die Hörsäle in den Universitäten und auch die politischen EntscheidungsträgerInnen mitnehmen bei dieser technologischen Entwicklung, damit wir auch gemeinsam die richtigen Rahmenbedingungen schaffen können. Dann das andere ist, dass der Digitalpakt 2.0 Tempo braucht. Es geht darum, dass wir wirklich ein Nachfolgemodell für den Digitalpakt Schule schaffen, der im nächsten Jahr ausläuft. Die Podiumsdiskussion gestern, die hat gezeigt, Bund- und LandesvertreterInnen, die da waren, sind bereit, sich dafür einzusetzen. Aber ob dieser Digitalpakt 2.0 wirklich inhaltlich und vor allem von der Geschwindigkeit die digitale Transformation an Schulen voranbringt und auch finanziell gut ausgestattet ist, das ist noch fraglich. Und mein drittes Highlight, das geht ein bisschen einher mit dem Gutachten der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz. Da wird nämlich ganz explizit gesagt, wir müssen bei der digitalen Bildung und vor allem bei Medienkompetenz schon im frühkindlichen Alter anfangen. Und da müssen wir auch mehr Sichtbarkeit schaffen für Best Practices. Wir hatten gestern eine spannende Podiumsdiskussion mit ganz konkreten Beispielen. Wie kann das auch schon in frühkindlichen Bildungseinrichtungen aussehen? Und da müssen wir das sichtbarer machen, damit auch andere frühkindliche Bildungseinrichtungen inspiriert werden. Ja, und heute war der 2. Tag und da die Frage, was waren da so die Highlights? Ja, da würde ich direkt anknüpfen an den Punkt der Best Practices. Für mich war auf jeden Fall ein Highlight die Diskussion rund um die duale Ausbildung, die mir nochmal gezeigt hat, wie wichtig es ist, dass die Best Practices, die da im Bereich der Berufsschulen und auch in der Kooperation zwischen Berufsschulen und ausbildenden Betrieben sichtbar gemacht werden, in der Breite verankert werden und dass da auch die Kommunikation zwischen den verantwortlichen beratenden Stellen, also Bundesagentur für Arbeit oder Kammern, wie die Industrie- und Handelskammern, dass diese Kommunikation funktioniert und dass man da zusammenarbeitet, an einem Strang zieht, das finde ich, hat das Panel noch mal ganz toll gezeigt. Dann das Thema Future Skills. Das ist ein Begriff, der für viele von uns, glaube ich, sonst immer so ein bisschen diffus in den Raum geworfen wird. Ich finde, die Diskussion der letzten Tage, die Vorträge, auch jetzt unsere Abschlussdiskussion noch mal, haben gezeigt, was das konkret wirklich heißt und was es heißt, diese Zukunftskompetenz zu stärken, was das für Folgen haben kann, sowohl schon für bestehende im Arbeitsmarkt integrierte Generation, als auch für die, die noch nachkommen. Und mein drittes Highlight ist der Aspekt IT-Fachkräftesicherung und da der spezielle Fokus auf die Arbeitsmarktpotenziale von Frauen. Wir hatten ein Panel, was wirklich auch den Schwerpunkt klischeefreie Berufsorientierung hatte, aber wir haben gemerkt, Thema wurde es in allen Diskussionen. Die Einbindung von Frauen in technische Berufe, die Begeisterung von jungen Mädchen für Digitalisierung und technische Inhalte, sie hat sich immer wieder gefunden. Es gab immer jemanden, der den Punkt nochmal aufgebracht hat. Das heißt, die Relevanz ist hier wirklich akut da,
nächste Schritte zu gehen, sicherzustellen, dass wir Berufsorientierung klischeefrei gestalten und dass wir auch so nachhaltig diese große Masse an IT-Fachkräften, die auch in der weiblichen Population steckt, wirklich sichern können. Ja, und wenn Sie einzelne Diskussionen und Vorträge noch mal im Nachhinein anschauen wollen oder vielleicht auch das Programm, das auf der jeweils anderen Bühne parallel stattfand, noch nachverfolgen wollen, dann können Sie das gerne tun. Wir haben die meisten Sessions aufgezeichnet und werden sie auf YouTube zur Verfügung stellen. Die vom gestrigen Tag sind tatsächlich schon online und können von Ihnen bereits angeschaut werden. Ja, und wer sich ansonsten für unsere Bildungsarbeit im Bitkom interessiert, die auch unterjährig stattfindet mit spannenden Aktivitäten, auch Gremiensitzungen und anderem, der ist herzlich eingeladen, sich bei uns zu melden. Und wenn Ihr Unternehmen oder auch Ihre Organisation noch kein Mitglied des Bitkom ist, dann kommen Sie gerne auf uns zu. Vielleicht ist das ja spannend. Und spätestens im neuen Jahr werden wir uns dann, im nächsten Jahr werden wir uns dann hoffentlich zur nächsten Bitkom-Bildungskonferenz dann 2024 wiedersehen. Und dafür gibt es auch schon einen Termin. Genau, wir freuen uns, wenn Sie nächstes Jahr dabei sind und wieder mit uns über die Zukunft der digitalen Bildung diskutieren. Sie können sich jetzt schon mal im Terminkalender eintragen. Nächstes Jahr findet die Bildungskonferenz am 24. und 25. April 2024 statt. Wir freuen uns, wie gesagt, wenn Sie auch da wieder dabei sind, bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit, die lebhaften Diskussionen, wünschen Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Machen Sie es gut.